Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DBD. Und mein Gott, was war das für eine durchzogene Minecraft-Folge. Ach, wie peinlich das war. Eieiei, ja, wir sollten mal langsam einer Lobby beitreten. Ah. Hopp, hopp. Ah. Ja. So, mal gucken, was wir für Gegner bekommen. Man könnte eigentlich hier noch die Blutpunkte einsetzen. Aber das Perk, das gewährt ja einen zusätzlichen Fluchtversuch vom Haken. Das ist natürlich geil. Nehmen wir die Krippzange mit und das Perk. Komm. Nehmen wir das mit. Wir können noch zwei nehmen. Eigentlich. Ja, gut. Ist das das Bessere? So. Ja, wir sollen. Wir sind ja bereit, oder? Ja, jetzt sind wir bereit. Finden wir da jetzt noch einen Überlebenden? Das ist hier die Frage. Komm schon. Hat die irgendwie Prestige oder so? Nee. Warte mal. Hat die überhaupt eine Hose an? Sieht aber komisch aus. Da, guck mal, das ist auch der Burani-Typ. Plus hat der eine andere, guck mal, der kann seine Hosen nicht zumachen, oder wie sieht das aus? Ja, hallo, wir bräuchten noch einen Überlebenden. Wir bräuchten noch einen Überlebenden. So, haben wir da noch eine Opfergabe? Der Überlebenskategorie. Ja, das wäre hilfreich, ne? Aber... wenn da keiner reinjoint, dann bringt die 25% Blutpunkte auch nichts. Also geben wir denen noch ein bisschen Zeit. Das ist ja nervig, ey. Ah, jetzt sind wir hier schon fast bei 3 Minuten auf, 4 Minuten Aufnahme. Und es hat immer noch keine geschafft, in unsere Lobby zu joinen. Oder wir gehen da mal halt kurz raus und suchen halt eine andere Lobby. Ja, komm, so eine andere Lobby, das zieht sich das Ganze irgendwie unnötig in die Länge. Tut mir leid für euch, dass ihr halt jetzt noch auf zwei weitere warten müsst. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt das Karma und kommen in die gleiche Lobby zurück. Aber wir haben den Vorteil, wir können direkt auf Breit gehen. Okay.
Ach, guck mal an. Let's go. So, jetzt kommt es halt wieder drauf an, was der Killer für eine Leitung hat. Ob schlecht oder nicht schlecht. Je nachdem hängen wir halt lange im Ladebildschirm. Aber wenn, ist es halt auch nicht so schlimm. Hauptsache mal überleben, mal kurz eine Runde oder so. Ja, komm, mach doch bereit, Mensch. Ja, er hat es geschafft. Applaus für XXL3FA. Whatever. So, wir haben hier... Ja, manche Karten sind echt doof. Die sind nämlich nur für Besitzer und so. Da muss man mal so ab und zu mal aufpassen, was man da so mitnimmt, wenn man auch ein Teamplayer ist. Und seinen Mitspielern ein bisschen mehr Blutpunkte gönnen möchte, guckt man halt auch da drauf. Aber die meisten nehmen wahrscheinlich eh nur so Punkte für sich mit. Weil es gibt ja auch, habe ich gesehen, 100% nur für sich alleine und einmal mehrere, glaube ich, den Pudding und die Partyluftschlangen mit 100, die für jeden. Ich glaube, Pudding ist auch für jeder. Ich kenne mich mit den 100%igen Blutpunkten, beziehungsweise wusste gar nicht mal, dass es diese Perks, also beziehungsweise Perks. Junge, halt's mal, du laberst scheiße. Nein, es sind noch keine Perks, Opfergaben, Menschenskinder. Also wenn Partyluftschlangen ein Perk wäre, ich glaube, dass wir, oh Gott, das ist... Legs of Doom. Also das. Hä? Leck doch nicht so wie Scheiße. Hey, ich glaube, da machen wir eine zweite Runde. Ey, wenn das so leckt, das macht doch keinen Spaß. Komm, erstmal eine Runde strugglen. Im Falle, dass wir entkommen können, können wir uns ja sowieso heilen. Wir haben ja unseren Heilungskasten, quasi. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gleich am Haken hängen, ja. Hängen wir auch. So, wo ist denn da? Auch noch Camper. Nice. Lager Lobby und ein Camper. Nice. Schlimmer kann man es echt nicht haben. Das wäre eigentlich schade für unsere Sachen eigentlich. Traurig, dass es solche Spieler gibt, die einfach schamlos rumcampen. Unverständlich sowas. Aber weißt du was? Dann schenkt man dem die Punkte nicht. Ganz einfach. Es ist zwar jetzt schade um die Items, die wir jetzt verloren haben dadurch, aber ich meine, sowas muss man nicht belohnen. Sowas muss man echt nicht belohnen. So, suchen wir wieder schnell eine Survival Lobby. Hoffen, dass wir entweder eine gute Lobby kriegen.
Ist halt ziemlich, ziemlich traurig um die Items. Aber ja, es sind halt auch noch halt Items. Also nicht wirklich schlimm. So, Zielkategorie Blutpunkte der Selbstlosigkeit. Nehmen wir. Ja, komm, nehmen wir das Glück mit. Dann hau rein. So, ja. So, ah, ich habe diese Blutsteine oder was auch immer das ist. Für dieses Schrein der Geheimnisse oder so. Weiß nicht. Einmal Blutpunkte. Ja, betrifft nur den Besitzer. Ach, fuck off. So, dann nehmen wir noch mal. Gucken, ob das eine Versprecher, Verbrecher. So. Oh Gott, was ist denn heute nur los? Eieiei. So. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich hoffe mal, nicht so lange. So, mal gucken. So, da sind wir in Macmillan Anwesen. Oh, nicht schon wieder die Jägerin. Och Mann. Aber wenn das dasselbe ist, beziehungsweise ein Camper. Dann ist echt der Spaß vorbei am Game. Weil Camper zerstören das Ganze. So, da wären die ersten 600 Blutpunkte. Wupp, wupp. So, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so nahe. Aber trotzdem keine Hektik, keine Hektik. Alles wird gut. So, erstmal machen wir den Generator. Oder eher nicht. Dann machen wir erst das Totem. Manchmal, weil denke ich echt, manchmal hast du echt ein Scheißglück. Ist aber echt so, ne? Das war so Glück, dass die sich da nicht umgedreht hat. So, der ist jetzt erstmal geheilt. Nice. So, die nächsten 600 Punkte. Aber die zwei Generatoren stehen verhältnismäßig eigentlich ziemlich nah aneinander. Oder meine ich das nur? Na, wahrscheinlich meine ich das nur. So, der hat sich wieder den nächsten vorgenommen. Mal sehen. Ach, ich habe die letzten Tage versucht, mal hier, was ich sehr, sehr oft gespielt habe, Black Squad mal aufzunehmen. Aber irgendwie, ihr kennt da mein Aufnahmeprogramm, das Game nicht. Muss ich erstmal gucken, vielleicht. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, Videos davon zu machen. So, es macht Spaß und so. Aber da habe ich eher ein anderes Projekt in Aussicht, was ich da gerne lieber aufnehmen würde. Wurde ja auch schon mal gewünscht mit Friends, Dead by Daylight und so. Ich denke, je nachdem wird das auch vielleicht erstmal nicht, aber es wird bestimmt noch kommen. Je nachdem, wie man die Zeit dazu findet, dass alle da sind oder so.
So, der Generator ist gleich durch. So, jetzt ist er durch. Wer war doch noch einer in der Nähe hier? Da ist er. So, den großartigen Fähigkeitscheck. Bup, 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 bup. So, dann brauchen wir nur noch den Generator und dann sind wir ja schon eigentlich durch. Okay, der liegt. Warum bekommen wir jetzt auf einmal so viele Fähigkeitschecks? Checks? Egal, Punkte sind Punkte, oder nicht? Aber scheint mir nach bisschen nach einem Perk zu sein, was sie hat. So gefühlt. Komm, gehen wir schnell den Ausgang öffnen. Beziehungsweise... Ah, oh, nee. Sorry, Bro. So, hole ich dich gegebenenfalls halt vom Haken runter. Ja. Eins. Zwei. Drei. Und auf die Scheiße. Wupp, wupp. So, jetzt holen wir den. Ah, wie Assis. Tja, tut mir leid. GG an die Killerin erstmal. Hat es nicht geschafft. Hat es nicht geschafft. So. Damit würde ich sagen, das war's dann mit der Folge Dead by Daylight. Hihi. So, dann würde ich so sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Haut rein.